wieso ich E-Learning gut finde. Stellen Sie sich vor, Sie besuchen einen Kurs in praktischer Vogelkunde. Natürlich machen Sie auch ganz viele Exkursionen ins Feld, um die Vögel in ihrer natürlichen Umgebung kennenzulernen. Am Schluss des Kurses schreiben Sie die Prüfung. Das hier ist Ihre erste Frage. Was denken Sie darüber? Hätten Sie nicht viel lieber solch eine Frage? Mit E-Assessment treffen Sie manchmal eben viel besser ins Schwarze.